Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit Resident Evil Village DLC Shadows of Rose. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir machen jetzt weiter hier im Keller. Nachdem wir uns ja auseinandergesetzt haben, mal wieder mit Duke. Mal schauen, ich bin mal sehr gespannt, was da die Erklärung ist, warum der so drauf ist hier. Plötzlich. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Seuche ihn auch befallen hat, oder? Was meint ihr? Was ist eure Lösung für das Problem? Ah, guck mal hier, rostige Reste. Auf jeden Fall, Freunde, cool, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. Und wenn es der Fall ist, gerne natürlich unterstützen mit einer kleinen Bewertung. Vergesst das nicht. Wäre auf jeden Fall cool. Und nice. Und supi. So, schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Ist hier noch was? Ne. Mit der riesen Schrotflinte. Wow. Du dreckige Sau, du. Na, bleib besser liegen, ja. Flintenmuni. Sehr gut. Schießpulver. Ah, kommen wir jetzt hier raus? In der Küche, oder? Ja. Okay. Jetzt können wir ja doch die Maske abgeben, oder? Ah, so, warte. Okay. Müsste doch gehen eigentlich, oder? Da wartet bestimmt jetzt gleich jemand. Fast soweit. Ah, ich glaub's irgendwie nicht. Irgendwas passiert jetzt. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lang mit ihnen gelebt. Ich weiß. Tja, sei vorsichtig. Öffnet sich jetzt ein Geheimgang oder was? Nur der Kristall? Okay. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen die? Oh shit! Jetzt ist er sogar noch heftiger. Ja, lauf doch! Haben wir so eine Blüte überhaupt? Ja, haben wir. Das nenne ich Unterhaltung. Lass mich. Ich dachte, du seist eine Kämpferin.
Lauf, kleines Häschen, lauf, lauf, lauf. Bin ich One-Hit tot? Nein, bin ich nicht. Ich muss irgendwie mehr Schaden anrichten. Weg, 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 weg! Soll ich mich heilen, ey? Was ist das denn für eine Trophäe? Stellen Sie in Shadows jedes Hellsch... Oh, ja, Junge, ich bin Profi, oder was? Na, ah, komm. Lauf! Was? Der berührt mich doch gar nicht! Fake! Oh, was? Habt ihr es gesehen? Was ist das denn, Junge? Ich bewundere deine Entschlossenheit. So nutzlos sie auch sein mag. Ich glaube ja. Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Komm, 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 lauf, 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 einfach. Oh, shit, das ist ja noch so ein großer. Muss er mir irgendwie die Tür jetzt aufkloppen oder was muss ich machen jetzt? Mensch, was ist denn hier los, ey? Verzieh dich! Oh, shit! Heilung! Und so überaus vergehen. Ich muss bestimmt irgendwie was wegmachen oder sowas, aber ich sehe es nicht. Oder muss ich ihn töten einfach nur? Ich hab keinen blassen Schimmer, was ich gerade machen muss. Okay, alles klar, das war richtig. Das war richtig. Mach auf, die Scheiße. Mach auf, mach auf, mach auf. Ist der große Tod komplett? Das soll eine Show sein? Was ist denn jetzt hier los, irgendwas? Muss ich die beiden jetzt töten? Da kommen wir da hin, ist so ein... Lass ihr das nicht durchgehen! Nein, lass mich! Lass mich! Oh shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Yui 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 yui.
Und jetzt. Okay. Mir reicht's mit dem Gefänkel. Bring's zu Ende! Komm her. Let's go, Junge! Alter! Nicht der geilste Bossfight, aber ich habe ihn bravourös gemeistert. Was für eine Enttäuschung! Was soll's? Dein Tod ist unausweichlich. Bin ich denn jetzt? Ebene. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, und? Dann los. Okay, anscheinend sind wir wirklich nur in alten Gebieten unterwegs, oder? Tja, da geht's wohl nicht lang. Schade, sehr schade. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwie ein bisschen was Neues. Ich hoffe es sehr, ehrlich gesagt. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Das ist die Frage, oder? Okay. Willst du meine Freundin sein? Lass uns spielen! Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Ist das nicht sogar von dem Kuscheltier, was sie am Anfang von Village Rose gegeben haben? In der Anfangsszene? Ist es nicht sogar das? Ich weiß nicht. Das ist ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass so Resident Evil 4 Remake aussehen würde, das wäre schon geil, aber es sieht dann noch geiler aus, wa? Und das muss man sich mal reinziehen, es sieht einfach noch geiler aus. Obwohl ja Resi 4 Remake ja auch noch für die alten Konsolen kommt, leider.
Aus der Hinsicht, aus der technischen Hinsicht. Also was ist die los? Leute, die da immer noch leider keine neuen Konsole haben, denen missgönne ich das natürlich nicht, ist ganz klar, aber nach so über 2 Jahren dann würde ich schon es feiern, wenn jetzt die Spiele langsam nur noch für die neuen Konsolen kommen. Oder was heißt neue Konsolen? Das sind die aktuellen, nicht neu, 2 Jahre alt. Aber. Oh, okay. Okay, jetzt wird's weird. Weird. Jetzt wird's weird. Okay. Oh, doch, überschreiben wir, ne? Ja, wie gesagt, aus der technischen Sicht würde ich das schon abfeiern, aber. Ist ja klar, dass sie es nicht machen. 5. Januar. Heute war mein. Obwohl man sich das immer reinziehen muss, dass sie am Anfang bei Willig gesagt haben, das kommt schon nur für die neuen Konsolen. Jetzt kommt das nächste Remake 1,5 Jahre danach auch noch für die alten Konsolen. Egal, scheiße. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Chris? Das waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste. Aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft. Mich geschimpft. Also wenn ein Kind noch gesagt, du hast mich geschimpft, dann schreibst du nicht so ein Tagebuch. Aber okay. Weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will ich es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und ich nicht gefährlich oder. Sorry, und es bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. Und nicht gefährlich, also. Ja, wir wissen natürlich, ist Rose. Rose Kindheit wahrscheinlich. 4. April schon, okay, fast 2 Monate später. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittagessen. Ich kann es nicht glauben, ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist... Ja? Dein Tagebuch? Wahrscheinlich schon, ne? Tja. Na vorne, jetzt sind wir wenigstens hier in dem Abschnitt, der gruseligste war im Hauptgame, ne? Ansonsten war das Hauptgame ja leider nicht so gruselig. Eigentlich gar nicht. Trotzdem geil, aber nicht gruselig. Oder das ist das Baby, was uns da verfolgt hat, das Horror-Baby. Aber warum Chris denn, weißt du? Warum ist hier ein Foto von mir? Ja, nee, das muss sie sein. Oh nein! Mir kommt gerade der Gedanke. Nee, das macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, das Babymonster, was uns hier im Hauptgame verfolgt hat. Ob sie das ist. Das macht ja irgendwie. Obwohl, vielleicht macht es doch Sinn. Mit Zeitsprüngen und so. Ich meine, wir reden hier von Resident Evil. Also, da muss man jetzt nicht mit Logik kommen. Der Kristall ist im Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Zeit zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Ist das eine durchgeknallte Rose-Variante vielleicht, die jetzt mit uns spielen will? Weil die verrückt geworden ist in der Welt wahrscheinlich, oder? Der Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. Tja, Herr Affe. Sein Bauch ist so genäht. Sieht aus, als wäre da etwas drin. Oh Gott. Na? Okay, hier ist nichts. Hm.
denn das für Zeichnungen? Von der anderen Seite verschlossen. Das ist bestimmt eine verrückt gewordene Rose, oder? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört, als wenn jemand sein Messer schärft oder so? Was ist das denn hier? Naja, das ist eine verrückt gewordene Rose, 100%. Bleibt es so eingestellt? Ja. Okay, 44. Okay. Völlig zugerostet. 02. Wow. Mach keinen Scheiß jetzt. Aber Freunde, wisst ihr was? Wir hören hier auf. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Seid am Start. Jetzt ist anscheinend wirklich mal endlich mal ein bisschen gruseliger Abschnitt. Freue ich mich drauf. Bisher macht es echt Spaß, der DLC. Macht echt Laune. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal... Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kostet 20 Euro. Wenn es dann wirklich 3 Stunden geht, muss dann jeder selber entscheiden. Aber es macht Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch genauso. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gerne am Start. Liken, kommentieren. Danke dafür. Haut rein und tschüss.